Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim an Chilling Sunday. So. Ja. In der letzten Folge haben wir uns hier das wieder aufgebaute Helden angeguckt. Ich habe die Immersive Citizens Mod wieder drin. Und dann können wir jetzt doch wieder... Bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Ja, ist ja gut. So, und anscheinend weder Hund noch Hase sind bei mir. Naja. Wie auch immer. Ist das schön, ne? Aber wir haben gerade Sonnenuntergang, ne? Wenn ich mich hier richtig, dann würde ich sagen, wir nächtigen mal in unserer Hütte. Herrlichs. Herrlichst. Jut. Was ich nur nicht verstehe ist, also hier. Unser alter Soul Eater, der hängt hier an der Wand. So, Diese. Du wartest hier in Haus Seeblick auf mich. Das ist hier dein neues Zuhause. Ja, schön. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ne, hier haben wir schon ein bisschen was an der Wand. Bücher drin. Klinge von Falkenring. Passt. So, 9 Uhr abends. Komm. Herrlich. Ich könnte eigentlich mal den Turm für sowas nutzen. Ah. Ist das herrlich. Wunderbar. Gut. Dann gehen wir mal ein paar Schluchtweiher hexen. Sag mal, hatte ich nicht eine Katze als Begleiter? Wo ist sie hin? Der Hund ist noch da, aber die Katze ist weg. Warum ist die Katze weg? Ich habe den noch nicht weggeschickt, oder? Einfach wunderschön. Wir reiten mal hier durch Falkenring durch.
Ja, Häschen habe ich weggeschickt, weil auf unserem Weg können wir noch eine Füchsin einsammeln. Und da wollte ich dann gerne mal machen. Und ich weiß nicht, ob ich bei den Tieren auch. Ach. Fetten Monumente. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Katze letzte Folge noch bei uns war. Naja. Hier die Ruine am Straßenrand, das war eine Enttäuschung. Also, wenn ihr die Quest macht, dann wählt nicht die Schale des Nichts. Da wird euch nur so ein komischer Begleiter angeboten und einen billigen Dolch kriegt ihr. Junge. Kriegst direkt ein. Was ist denn hier los? Warum wird sie mir nicht angezeigt? Dann müssen wir sie händisch suchen. Ja, Babas, du bist noch am Start, aber wo ist die Katze? Was hast du mit der Katze gemacht? Wo ist die mit der Katze? Da. Oh. Wolfes. Mit Dolch drin. Und hier liegt so ein Doofen. Tagebuch des Diebes. 4.1. Saat. Ich schätze, als Bossmerk kann ich doch ganz gut mit Tieren umgehen. Heute kam diese toll dreiste kleine Füchsin zu mir und bettelte um Leckerchen. Ich hatte nichts außer einem Süßkuchen dabei, allerdings schien sie ihn durchaus zu mögen. Ich frage mich, ob diese Gabe auch bei Pferden funktioniert. Dann wäre es nämlich ein Kinderspiel, sie zu stehlen. 15.1. Saat. Dieser pelzige Quälgeist lässt mich nicht in Ruhe. Die Füchsin folgt mir überall hin, selbst in die Kanalisation. Wenigstens ist sie so leise, dass die Wachen nicht aufmerksam werden. Erste Regenhand. Die Füchsin hat wirklich ein Näschen für Wertgegenstände. Heute Morgen erst hat sie ein Silbermedaillon aus dem Schlamm ausgegraben. Ich hätte es niemals gesehen, wenn sie nicht angefangen hätte, mit den Pfoten zu scharren. Wahrscheinlich wird sie von funkelnden Dingen angezogen. Ich kann es ihr nicht unbedingt verübeln. 9. Regenhand. Süßkuchen, so nenne ich meine Füchsin jetzt, zu finden hat sich als wahrer Glücksfall erwiesen. Sie hat bessere Augen und Instinkte als jeder Dieb, dem ich bisher begegnet bin. Sogar besser als Wex. Ich weiß gar nicht, wann mein Geldbeutel das letzte Mal so schwer war und langsam klimpere ich beim Gehen schon wie ein ganzes Bataillon Kaiserlicher. 25. Regenhand. Ich glaube, ich werde es mit diesem tierzähmen Ding bei den Wölfen außerhalb der Stadt versuchen. Einige der anderen Diebe haben mich in letzter Zeit im Visier und werden es sich zweimal überlegen, mich zu überfallen, wenn mich ein Wolf begleitet. Ja, das hat wohl nicht so hingehauen. Süßkuchen. Hey, Süßkuchen, willst du ein Leckerchen? Zack. Komm mit. Jut. Boah, ist ein Traum, ne? Ein Traum. Wunderschön.
Bring mal, was machst du mit dem Wolf da? So. Dann geht's jetzt Richtung Schluchtweiherhexen. Servus. Ha. Was eine Pracht. Wunderschön. Wieder die doofen Fallen hier. Na, ich dachte schon. Ich soll da überhaupt nicht rein, ne? Alles klar. Ey. Ach so, das ist der Bade. Der Bade, der ist hart. Ey, Pferdchen. Keine Spur von ihm. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Welch glücklicher Zufall, dass ihr auf eurer Reise einem Barden begegnet. Ja. Ein harten Kampfbarde ist das. Wie kommen wir dahin? Ist das der richtige Weg? Ah, scheint was. Ja, sieht nach Hexe aus. Aber jetzt mal im Ernst, wo ist mein Begleiter? Schluchtweiher-Zirkel entdeckt. Tja. Tja. In dem Fall... muss ich... wohl alleine da rein. Ne, nimm mal. Bleibt nichts anderes übrig, muss ich Mächtigen nehmen. Das ist natürlich blöd. Ach, da bist du ja. Alles klar, Katze ist wieder am Start. Wo war der denn gerade im Haus Seeblick? Irgendetwas riecht hier faul. Faul? Das könnte die Hexe da vorne sein. Alte Ratte. Jetzt
nehmen wir ihr die Rübe ab. Sollte vielleicht. Oder auch eben nicht. So langsam macht der Bogen ordentlich Damage. Klar, das ist ganz schön überragend. Flinken Finger. Schick. Immer geil, wie die dann hier wieder stehen. So, was haben wir hier? Vogel, Dornherz. Nehmen wir alles. Fass ist leer. Ja. Und du stehst dann hier einfach ohne Kopf. Ist doch in Ordnung. Tu, was du nicht lassen kannst. Wieso? So hat mein Bogen auszusehen. Das ist auch cool an der Mod, ne? Also, wenn ihr unten den blauen Balken mit der Ladung nicht so im Blick habt, dann erkennt ihr daran, dass das Ding aufhört hier zu funkeln, wie blöd. Ist dann aber leider so ein bisschen schlecht. Was ist hier los? Kümmern wir uns gleich drum. Ja, so langsam ist unsere Emilia eine schöne Attentäterin. Hier gibt es nichts. Uns gleich bei Licht an. Ja, komm mit deiner Funzel. Ich kann ihn hören, ich kann ihn nur nicht sehen. Da ist er. Mit deiner Seele.
Ah, er trifft. Ups. Alter. Fräulein, Fräulein Hexenrabe. Bitte nicht. Du freust dich. Ist so schön. Wunderprächtig. So. Ich glaube, hier ist mal so rein gar nichts. Nö, nö. Schlachterfischschuppen, die brauche ich. Bernstein, ja geil. Ich würde ja gerne auch dieses Mal. Ich habe ja beim letzten Mal die Wahnsinnserzrüstung gebaut. Oh, guck mal hier, Schlachterfischschuppen, bis der Arzt kommt. Super. Da können wir Haus Seeblick schön weiterbauen. Hör mal, wie du atmen tust, ne? Wie du atmen tust, ist nicht lecker. Krieg ich ein bisschen Amore im. Also nicht Liebe, sondern hier. Kriege ich einen Schauer über den Rücken. Dieses verteufelte Handy, ne? Ach, in den scheiß Holzflock rein. Schön. Und auch Trollfett. So. Schade. Muss man einfach nutzen, wenn man hier ist, ne? Ja, ich erinnere mich dran. Ich muss noch einen Drachen umlegen. Weil sonst kann ich die Schmiedekunst nicht legendär werden lassen.
So, gut ist das. Ja, beruhig dich, Füchschen. Ey, irgendeiner fehlt aber immer, ne? Irgendwie vermisse ich jetzt gerade Barbas. So. Das konnte ich gerade nicht richtig sehen. Hier ein Elfenohr, eine Tollkirsche. Ja, ist gut. Hast du mal was gesehen? Irgendwie ist heute immer einer abwesend. So, nochmal überall in der Ecken gucken. Alles gut. Nö. Barbas scheint. Ich dachte schon, Barbas liegt hier. Der war auch gerade noch da. So, und da ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie ich hier aus der Wildnis wieder wegkomme, machen wir einen kurzen Regelbruch. Aber habe ich ja vorgewarnt, kann durchaus mal vorkommen, dass wir sowas tun. Es regnet, Katze da, Barbas da, alle am Start. So lobe ich mir das. So, da fehlt noch. Was fehlt denn hier? Ein Säbelzahn. Gut. Hier sind wir fertig. Hängender Schlachterfisch. Dann haben wir das auch fertig. Hier oben ist auch schon fertig. Alles klar, dann können wir die Werkbänke hier im Hauptbereich wegkloppen. So, die ist schon weg. Die ist auch weg. Was kann ich für euch tun? Gar nichts. Die ist auch weg. Füchschen. So, was haben wir im Keller? Ein Säbelzahn. Also zwei Säbelzähne, dann sind wir tutti completo. Hier haben wir jetzt auch alle Schreine. Schön. Hier ist auch alles gut. So, hier konnte ich tauschen. Ich habe den Goldfisch gegen die arktische Esche. Also hier dicke Fische dran zu machen, turnt irgendwie mehr. Aber Aquarien sind alle noch leer. Ich freue mich nur, dass diesmal klappt. Beim letzten Mal war es ein bisschen was verbuggt. Da konnte ich irgendwie drei von den Fischstaffeln benutzen und mehr ging auch nicht. So, seht ihr? Und dafür nutze ich immer hier die Dynamo-Kerne. Packe ich da in die Waschschale rein und dann funkelt das so schön rot. Gut. Ach, herrlich. Die Sonne gerade untergeht. Na?
guckt euch das Licht an. Ist das nicht wunderprächtig? So, warte mal. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir zu Kotlak zurück. Dann wollen wir auch so tun. Bah. Ist das geil? Ich finde es einfach nur ein schönes Spiel. Einfach nur ein schönes Spiel. Bärchen, komm, ich habe keine Zeit für deine Faxen. Klopp dich da mit der Katze. Und ich bin immer wieder beeindruckt, ne, über hier die Forests of Skyrim Mod, ne? Schön dicht hier der Wald ist. Na, hier bei den Steinen ist sonst nie irgendwas. Ah, herrlich. Da steht nicht ein Baum rum. Er kriegt einen geflappt und dann ist zappenduster, sag ich euch. Schöne Flusswald. Upp. Ein Wagen. Ach, und ich habe gestern einen Kommentar erst gesehen, was schon ein bisschen älter war, aber komisch. Manchmal werden mir Kommentare nicht angezeigt, finde ich blöd. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, weil derjenige hat zwar eine Gegenthese, also er findet, dass Ulfric kein Adolf von Himmelsrand ist und hat das auch schön begründet. Oh ja. Wunderprächtig. Und da habe ich gestern erst drauf geantwortet. Was willst du denn? Kalle, bleib doch mal entspannt. Wie ist denn der drauf? Ruft da sein Wolf und fängt gleich an, auf mich zu schießen? Was soll denn das? Kenn den gar nicht. Also zunächst einmal, ne? Ulfric hat so die Sichtweise, ne? Nord über alles und andere Völker sind minderwertig. Und das ist grundsätzlich, also wenn du so ein Gedankengut hast, dann bist du schon auf dem besten Wege, so ein kleiner Adolf zu sein. Denn ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass jetzt ein... Schon allein der Begriff Rasse ist bei uns Menschen total missbräuchlich. Wir als Menschen, egal ob schwarz, weiß, rot oder wie auch immer, unterscheiden uns so wenig voneinander, dass man den biologischen Begriff Rasse überhaupt gar nicht anwenden kann. So, nur trotz alledem steht da selbst im Grundgesetz. Ist aber Schwachsinn. Bei Hunden geht das. Ne? Ein Chihuahua und ein Dobermann, die unterscheiden sich so krass voneinander, dass man da von Rasse sprechen kann. Ne? So, da ist erstmal Punkt 1. Wenn du halt das Gedankengut hast, Nord über alles, dann bist du meiner Meinung nach gut auf dem Weg zum Adolf von Himmelsrand. So. Punkt 2 ist der,
hier wird ja von diesem Weißgold-Konkordat wird ja gesprochen, ne? Und dass der Kaiser dem zugestimmt hat, weil er halt ein Messer an seiner Kehle hatte. Das Ding ist, nicht nur der Kaiser hatte ein Messer an seiner Kehle, sondern ja, das ganze Volk von Himmelsrand hatte ein Messer an seiner Kehle. Ne? Denn der Alt-Meri-Bund hat ja, wie eben auch dieser Kommentator, sage ich jetzt mal, darauf hingewiesen, dass der Alt-Meri-Bund auch damals schon mal hier die Argonia überfallen hat. Ne? Und allein daran kann man sehen, was mit Himmelsrand passiert wäre, wenn der Kaiser diesem Weißgold-Konkordat nicht zugestimmt hätte. Das ist nicht feige oder sonst was, sondern ist Politik. Ne? In den sauren Apfel beißen, um halt Schaden vom Volk abzuwenden. Ne? Und diesem Prinzip folgt Ulfric nicht unbedingt. Ne? Denn Ulfric und sein kleiner Aufstand hier, ne? Die machen ja so viel, oder beziehungsweise die verursachen so viel Leid bei der Bevölkerung. Und da merkt man ja auch, dass hier teilweise ein gewisses Unverständnis herrscht. So, und das ist Punkt Nummer zwei. Ne? Wenn deine Herrschaftsansprüche so weit gehen, dass du billigend in Kauf nimmst, dass dein ach so geliebtes Volk darunter leiden muss, unter deinen Machtvorstellungen, ja, dann bist du nicht unbedingt einer von den Guten. So, und Punkt Nummer drei ist der, das wissen wir leider noch nicht, haben wir noch nicht hier im Let's Play erfahren, ne? Nur im Laufe der Hauptquest kommen wir ja in die Talmor-Botschaft rein und da stellt sich ja dann unten heraus im Folterkeller, dass Ulfric mit den Talmor sogar gemeinsame Sache macht. Ne? Also von der Warte aus betrachtet, ne? Kann man ihn schon gar nicht mehr als ehrlich erachten. Ne? Das sei hier sein geliebtes Volk Himmelsrand unbedingt befreien will von diesem bösen, bösen Kaiserlichen und von dem bösen, bösen Talmor, denn der Arsch macht ja gemeinsame Sache mit den Talmor. Ja? So. Alter, ist das schön. Ja? Ja, nix, ja. Ich guck nur. Ich genieße, wie schön das hier ist. Ach, herrlich. Was haben wir? Und das sind alles so Gründe, wo ich dann sag, hier gibt es ja auch vernünftige Nord. Ne? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rift. Ich glaube, hier tut sich nichts mehr an dem Baum. Nein? Sieht echt ein bisschen mickrig aus, oder? Naja. Brenuin. Hör mal. Ich habe nichts getan. Hast du nichts getan? Bist du immer noch lustig? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht Dank mehr. Eurer Hilfe. Ja, schön. Ne? Ich kann dich leider nicht als... Aber sicher. Ayela. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Finde ich gut, aber was ist hier passiert? Ha? Was hast du getan, Hübsche? Guck Die mich. Beiden stellen kein Problem mehr dar. Ja, okay. Die silberne Hand. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jorvasker ans... Die silberne Hand. Ist Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jorvasker anzugreifen. Ja, bitte? Wir müssen irgendwann mal einen zusammenheben. Ja, können wir gerne machen. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Jetzt bin ich unschlüssig. Die silberne Hand. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jorvasker anzugreifen. Die silberne Hand. Wir haben noch ein paar Minuten. Kann ich auch überziehen. Wo wart ihr? Wilkas, hör mal. Me too. Ne? Hand. Abstand.
Ich habe Kotlaks Befehl ausgeführt. Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Denn das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvaskr angegriffen. Wir konnten sie abwehren. Aber der Alte, Kotlak, er ist tot. Kam sonst noch jemand zu Schaden? Nein. Aber sie haben sich mit all unseren Wutratfragmenten aus dem Staub gemacht. Ist doch nicht wahr. Doch ihr und ich, wir werden sie uns zurückholen. Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvaskr werden erklingen. Wir werden Kotlak rächen. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Dann werdet ihr mich zu Hause finden. Wo ist denn dein Zuhause, Katze? Er ist einfach abgehauen. Alter, und ausgezogen haben sie den Mann auch. Missbraucht. Ja, Kotlak missbraucht. Fargas. Alles gut. Nadja. Mit seinem bescheuerten Helm. Tja. Aber man muss mal sagen, ne, also. Der Körper für so einen alten Mann ist noch in Ordnung. Och, Attis. Ja, du kleine Pussy, liegst da. Tilma, ist da alles vorbei? Alles gut. Und wen haben wir hier noch? Warum haben die denn nur Stahldinger? Tatsache, alles von Wutrad geklaut. Sachen gibt's, Wilkas. Na gut. Was ist denn jetzt überhaupt? Vernichte die silberne Hand, bring die Fangbinde von. Wo müssen wir da hin? Ach, da. Schattenrefuge. Deswegen bin ich da nicht hingeritten beim letzten Mal. Ja. Ja, gut. Na, da ist unsere Basis. Blutfrosthöhle. Gut. Wie mache ich das denn beim nächsten Mal? Weil ich könnte ja jetzt offscreen mal so ein bisschen was in die Blutfrosthöhle einsortieren. Nee, ihr wollt den Weg haben, ne? Ihr wollt den Weg haben. Ist das da von dem? Finde gezähmte Spinne. Ah, das ist bestimmt der Geheimraum, den ich nicht aufgemacht habe. Na gut. Hätte ich das gewusst. Na gut. So, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Und Edis Skyrim. Scheißegal, für welche Seite ihr euch entscheidet. Ne? Ich mag den Ulfric halt einfach überhaupt nicht. Ne? Das ist für mich ein Adolf. Mag ich nicht. Weißt du? Ich habe kein Problem hier mit Köpfe abhacken oder sonst was. Ne? Und Dings, aber Ungleichheit aufgrund von Rasse. Und wie schön ist Himmelsrand? Da gibt es Elfen, da gibt es Dunkelelfen, da gibt es Nord, da gibt es Breton. Ne? Gibt sogar noch über Mods, kannst du noch Dremora-Rassen und hast du nicht gesehen, dazu holen. Ne? Und das bereichert doch dieses wunderschöne Himmelsrand. Na? Ich mir vorstellen würde, ihr würdet nur Nord rumrennen, wäre wie hier. Wie in der echten Welt. Ist doch scheiße, sowas. Na? So. Und selbst hier bei uns, ne? Mal ganz zu schweigen davon, dass ich dieses Angst vor dem Unbekannten finde ich so Banane. Ne? Es ist zwar evolutionär bestimmt, ne? Weil wir früher in kleineren Gruppen unterwegs waren und wenn dann neue hinzukamen, dann war das erstmal sollte man das dann mit argwöhnischen Augen betrachten, denn man weiß ja nicht, was der Fremde will. Nur das ist eine Urangst. Ne? Und ja, im Prinzip sind Nazis so blöde, dass sie nur noch, beziehungsweise, ja,
nur noch wie Tiere mit ihrem 200.000 Jahre alten Urinstinkt funktionieren. Ne? Nee, der sieht anders aus, vor dem habe ich erstmal Angst. Weißt du? Und weil sie ihre Angst nicht artikulieren können, reagieren sie mit Gewalt. Also ganz mies. Also erbärmlich, nicht mies, erbärmlich. Ne? Ich gehe auch davon aus, wenn Adolf die heutigen Nazis sehen würde, der würde sich im Grabe umdrehen. Der würde sagen, was ist das für eine Gurkentruppe? Die können ja gar nichts. Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand das Kommentar wirklich gut. Ne? Hat mir auch Spaß gemacht, darauf zu antworten. Habe ich jetzt nochmal in dem Video gemacht. Aber letztendlich, egal für welche Seite ihr euch entscheidet, es ist Himmelsrand, es ist euer Spiel und steht jedem frei. Ich wünsche euch was.